Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video von Die Sachsengriller. Es ist Freitag und wie ihr gesehen habt, haben wir gestern am Mittwoch zu unserem Kurzkrimi ein Pesto gemacht. Und das haben wir ja nicht umsonst gemacht. Das haben wir für unser heutiges Gericht, werden wir das mitnutzen. Und das sind Hähnchen-Hotdogs von der Feuerplatte. Ja, ihr werdet es nicht glauben, die Feuerplatte läuft mal wieder bei uns. Was man dazu beachten, wie man das gemacht hat, zeigt euch jetzt sofort. André. Genau, auf geht's. Viel Spaß. Für unsere Hähnchen-Hotdogs brauchen wir ein paar mehr Zutaten heute, aber es hält sich noch in Grenzen. Wir bräuchten hier Hähnchenbrustfilet, dann eine Salatgurke, eine große Zwiebel, ein bisschen Dill. Hier hat der Marco noch seine letzten Strauchtomaten geopfert für das Gericht. Dann haben wir hier noch Hotdogbrötchen. Die Gewürze vom Achterhof beziehen sich diesmal nur auf Pfeffer und Salz. Und des Weiteren brauchen wir noch ein bisschen Öl, Zitronensaft und ein bisschen Zucker. Unsere Hotdogs brauchen natürlich auch ein kleines bisschen Vorbereitung. Wir haben jetzt hier schon mal eine Pfanne auf die Feuerplatte gestellt, ein kleines bisschen Öl reingetan und hier werden wir unsere klein geschnittenen Zwiebeln ein kleines bisschen glasig anbraten. Wie das geht, das wisst ihr ja, das muss ich euch jetzt nicht noch zeigen, wie das dann aussieht. Dann geht es weiter mit dem nächsten Schritt. So, unsere Zwiebeln, die stehen noch auf der Feuerplatte und werden angebraten. Und in der Zwischenzeit habe ich hier mal die Gurke geschält und in kleine Streifen geschnitten. Zu den Gurken gesellt sich jetzt ein kleiner Schluck Zitronensaft. Des Weiteren kommt noch ein bisschen Öl hinzu. So. Und ein bisschen Zucker. Gut, das langt schon. Und des Weiteren habe ich noch den Dill klein geschnitten. Der kommt auch noch mit hinzu. Das Ganze werden wir jetzt ordentlich verrühren und werden es kurz einziehen lassen. So sieht die ganze Sache vermengt aus. Jetzt werden wir das Ganze bloß noch abwürzen, ein kleines bisschen mit Pfeffer und Salz. Nochmal kurz durchrühren und dann ist das schon fertig, unsere Gürkchen. So, unsere Zwiebeln sind fertig, unsere Gurken sind fertig eingelegt, unser Pesto vom letzten Mal ist auch schon fertig. Jetzt fehlt für unsere Hotdogs eigentlich nur noch das Fleisch. Das müssen wir jetzt folgendermaßen vorbereiten. Wir nehmen ein kleines Schlückchen Rapsöl, verteilen das auf der Hähnchenbrust. Die Hähnchenbrust habe ich vorher noch längs halbiert. Und dann kommt einfach noch ein kleines bisschen Salz drüber. Das machen wir jetzt mit allen Hähnchenbrüsten und dann geht es schon wieder an die Feuerplatte. Unsere Hotdogs sind jetzt an der Feuerplatte angekommen. Wir legen sie jetzt in den heißen Bereich. Der André meint natürlich das Hähnchenfleisch. Hab ich das nicht gesagt? Oder habe ich das wieder falsch verstanden? Nee, ich glaube, du hörst immer alles richtig. Und ich habe bestimmt auch heißen Bereich gesagt, ich meinte aber den sehr heißen Bereich. Legen wir unser Hähnchenfleisch rein und werden das ca. 5 Minuten unter ständischen Wenden jetzt anbraten. Das letzte Stück noch, ready. So, wir sind auf der Zielgeraden mit unserem Hähnchenfleisch. Kurz vorher kommen unsere Hotdogbrötchen noch mit dazu. Die haben wir halbiert und die legen wir jetzt einfach mit dahinter, dass die auch noch ein kleines bisschen Farbe bekommen. Und dann geht es natürlich schon ratzifatzi an den Zusammenbau. So, unsere Hähnchenbrustfilets sind fertig. Unsere Brötchen sind angeröstet. Wir nehmen jetzt alles runter und bauen es schnell zusammen, dass es noch warm ist zum Verkosten. Aber nun schnell! Der Zusammenbau kann beginnen. Mit unserem Pesto brauchen wir nicht sparen, weil das hat ja so lecker geschmeckt. Hier können wir Rouge ordentlich bestreichen. Ach, Pause. Okay, so sieht das doch schon gut aus. Der Margot wieder.
Jetzt kommen unsere Tomätchen drauf, die der Marco uns noch gesponsert hat. Jetzt kommt, oh, das passt ganz genau, ein Stückchen Fleisch. Und ihr werdet euch ein bisschen wundern, es sind ein paar Gurken weniger geworden. Ne? Diesmal war ich es nicht. Nein, die habe ich jetzt gegessen, nämlich. Die haben wirklich sehr lecker geschmeckt. Da möchte ich noch hinzufügen, André sagte zwischendurch, dieses Gurkenrezept reicht eigentlich schon alleine zu, um einen Gurkensalat zu fertigen. Genau, hat sehr gut geschmeckt. Unsere Gurken sind drauf und weil natürlich das Pesto so lecker war, werden wir den oberen Deckel auch noch damit bestreichen. So, und dann ist unser kleines Brötchen, unser kleines Hotdog schon fertig. So werden wir das jetzt ganz schnell mal verkosten. So, wie ihr gesehen habt, es ist ein wenig mehr Aufwand, aber ich glaube, das lohnt sich. Das haben wir schon festgestellt von den Zwischendurchkosten mit dem Pesto etc. pp. Jetzt sind wir beim richtigen Verkosten mit dem fertigen Produkt. Ich liebe ja sowieso Dill. Eine sehr schöne Kombination. Das Pesto ist noch mal schön durchgezogen. Wie sagen die Fernsehköche immer, eine Geschmacksexplosion auf der Zunge, im Gaumen und sonst wo hier. Man merkt wirklich, das Pesto mit dem Knoblauch und der leichten Schärfe, dann dazu die Gurken mit der leichten Säure von der Zitrone und den Dill und dann das Fleisch, die Tomaten. Das ist perfekt, also wirklich vom Anbiss bis zum Nachgeschmack ist wirklich immer was anderes dabei an Geschmack. Ob es jetzt unbedingt die Hotdog-Brötchen sein müssen, das ist natürlich auch Geschmackssache, ich kann mir das auch gut vorstellen mit so einem Stück Baguette. Ja, Baguette genau, ja. Aber an dieser Stelle ist natürlich das Brötchen, die Verpackung, was auch immer, überbewertet. Es kommt auf diese Gesamtsituation bzw. diese Gesamtzusammenstellung an und das ist ja perfekt gelungen, finde ich. Top, einwandfrei. Und spart auch nicht mit dem Pesto unten Aufstrich, der kann ruhig schön satter sein. Genau. Eine Pesto könnte natürlich auch jeder geschmacklich spielen, aber wir finden das so optimal, wie es war. Und das habt ihr ja am Mittwoch schon gesehen. Dann bleibt uns nichts anderes übrig zu sagen. Ich hoffe, wieder was, ja. Ah. Ja, das bevor die das sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal, sprecht über uns, gebt uns einen Daumen nach oben, redet über uns mit euren Freunden, Bekannten, Verwandten und dann bleibt uns nichts anderes übrig, wie zu sagen, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, eure Sachsengriller André und Marco. Ciao, ciao. Ciao.